So, da sind wir auch schon wieder zurück zu Need for Speed Road Challenge oder Need for Speed High Stakes oder Need for Speed brennender Asphalt. Ihr könnt es euch aussuchen, wir nennen es jetzt einfach Road Challenge, weil Road Challenge klingt cool. Brennender Asphalt, denk ich irgendwie an dieses Alarm für Cobra Burning Wheels. Und in der letzten Folge haben wir jetzt die europäische Tour komplett abgeschlossen. Da zuckt gleich mein Hund zusammen, wenn ich hier am Rumklatschen bin. Haben unseren BMW ein bisschen getunt. Jetzt haben wir so einen niedlichen kleinen Heckspoiler drin. Voll cool, wa? Und sind jetzt bereit für die High-Stakes-Tour, die ich nicht aussprechen kann, weil ich immer an Stakes dabei denke. Nehmen wir doch mal direkt die erste Meisterschaft mit 4 Rennen. Oh, das sind immer jetzt 4 Runden. Jetzt wird's echt eklig, wa? Und das Skill-Level der Fahrer hat sich verändert. Ich gehe jetzt aber mal ganz kurz trinken, weil ich habe echt volle Kanne Durst und ich habe gerade in der Pause dummerweise nichts getrunken. Also nicht wundern, Leute. Ist übrigens ganz normales Mineralwasser. Oh, scheiße, wir müssen einen Eintrittspreis hier zahlen, sehe ich gerade. Ah! Das war scheiße. Ah! Was ist denn Circus Purse? Ich weiß gar nicht, was das heißt. Okay, 7 Gegner, da fahren mehr Autos mit. So, tut mir leid, Leute, das musste jetzt sein. Jetzt haben wir mal die Gebühren. Stand da jetzt Eintrittsfee? Egal, ich ignoriere es. Ich bin die Eintrittsfee. Boah, jetzt geht's auf Nacht auf die Landstraße. 3, 2, 1, go! Huch, der hat ja schon Fernlicht an. Jetzt habe ich natürlich Kohlensäure im Bauch. Scheiße. Jetzt fahren wir mal nachts, wie geil. Wir dürfen uns jetzt von keinen rammen lassen, wa? Sonst haben wir echt nachts ein Problem. Und jetzt fahren Gott sei Dank nur Klasse B Autos mit, wa? Ich bin da gerade echt... Bitte nicht... Ja, nein, hör auf mich zu trollen, Troll. Troll. Warum ist da ein Z3 mit Streifen in der Mitte? Hallo, bitte nicht ran. Irgendjemand ist rechts neben mir. Den habt ihr jetzt nicht gehört, egal. Warum ist da ein Z3 mit Streifen? Und es ist mein BMW Z3 dabei. Das ist auch mal was Neues. Führen tut gerade ein SLK natürlich. Oh, das Schloss sieht ja mal geil aus, wenn das Nacht ist. Ist das voll cool beleuchtet. Kippu, Alter, wie kannst du dieses Spiel nicht durchspielen? Es ist so cool. Es sei denn natürlich, er wollte ja sowieso irgendwann keine Let's Plays mehr machen. Dann, Tunnel. Ich bin voll bescheuert. Hupala, ich bin gerade irgendwo aufgesetzt, das war jetzt nicht so gut. Machen ja BMWs auch immer ganz gerne. Irgendwo aufsetzen. Ja, da guckt mein Hund gleich. Was machen BMWs? Guckt die mich gleich an. Voll cool. Boah, diese Nachtbeleuchtung ist sowas von cool, wa? Ich will ja nichts sagen, mein Alfa Romeo GTV, der wird jetzt ganz geil hier passen, wa? Aber dann die 3 Liter V6 Maschine. Hihi. Ich weiß nicht wieso, wenn ich an solche Landstraßen mit solchen Xenon... Bock. Chase, sie halt die Schnauze. Boah, dieses Geklimper macht mich wahnsinnig. Jetzt macht die das mit Absicht. Die ist sich die ganze Zeit am Rumkratzen, deswegen macht die das. So, Runde 2 hat der Typ gerade gesagt. Nee, wenn ich an solche Schnellstraßen mit so blauen, ich sag mal, Xenon-Lichtern da sehe oder... In der Stadt oder so. Ich denke da immer automatisch an einen Alfa Romeo GTV. Das kann höchstwahrscheinlich daran liegen, dass ich als Kind zu viel Vanishing Point gespielt habe. Wenn ihr das Spiel kennt, schreibt dann mal in die Kommentare. Das ist ganz lustig. Hat aber eine blöde Fahrphysik gehabt. Blöde Fahrphysik, aber sonst war alles echt geil in dem Spiel, wa? Ich habe gerade irgendwie Frame Drops so ein bisschen.
Aber ganz komisch, ich habe statt zu wenig, statt immer zu wenig FPS habe, habe ich immer manchmal zu viel. Also ich habe 45 eingerastet, weil ich sag mal so, Leute, mehr als 30 seht ihr ja sowieso nicht. Deswegen ist es nicht schlimm für euch. Es dient einfach nur zur besseren Performance von dem Rechner. Der Blödmann springt aber gerne mal hoch auf 47. Ich weiß aber gar nicht, warum er das macht. Wahrscheinlich kommt er mit diesem gleichmäßig Geschwatz-Gedings gar nicht zurecht. Rollen und Scheißen. Mir ist auch gerade aufgefallen... Ja, Rollen und Scheißen. Mir ist auch aufgefallen, dass der Himmel sich so ein bisschen... Wo kommen denn die Windgeräusche her? Ach, weil da ein Abgrund ist, klar. Und wir hängen schon wieder 10 Sekunden vor unseren Gegnern. Unser BMW ist voll geil getuned. Kann ich den mal von außen gucken? Ah, jetzt kommt die Stelle wieder. Oh, diese Stelle hier, die macht... Boah, die hier, die erinnert mich voll an One-Issuing Point. Ich weiß nicht, warum. Die Strecken waren da auch immer so bekloppt. Allgemein waren aus den 90er PS1 Rennspielen die Rennstrecken so geil, die Fantasie-Rennstrecken, wa? Voll in die Kurve gerutscht jetzt, ey. Alles klar, Runde 3 kommt jetzt dran. Das Schöne ist, bei dem Spiel muss ich überhaupt nichts machen, wie damals in Need for Speed Underground. Der Ladebildschirm, der partet den, die Folgeauto, nicht die Folge, sondern, ja, Bandicam hat ja diese 10-Minuten-Scheiße und, der partet das immer automatisch, deswegen muss ich gar nicht mehr aufpassen, ob wann die Folge aufhört, ja. Das ist echt geil. Ein Hoch auf Need for Speed 4. Hupala. Jetzt, oh, jetzt fliegt hier schon wieder so eine Fliege auf dem Bildschirm. Wie ich das hasse. Das habe ich in Underground hatte ich das gehabt. In Ford Racing hatte ich das gehabt. Also Ford Racing 3 und Street Racing in Underground 2 hatte ich das gehabt. Ich glaube, das habe ich gerade gesagt. Ja. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, deswegen überdenke ich es mit ja. Ja. Ja, was wollte ich denn sagen, mein Junge? Oh, dieser Teil, der ist so klasse, wa? Wo sind diese beschissenen Scheinwerfer? Oh, wir haben gerade Vollmond. Normalerweise müsste ich ja abgehen wie ein Wolf und da tue ich jetzt auch gerade. Ich lasse das Wölfische auf der Straße raus. Ich puste zu viel ins Headset, da seht ihr mal, Leute. Oh, diese geilen Lichter. Ich werde bescheuert davon. Ich liebe solche Landstraßen. Und jetzt hier runter. Ui, mit 170. Uah. Ich werde zum deutschen Autofan. Das wird was Neues. Ja, Quatsch, das ist ja nicht so, als ob ich deutsche Autos nicht leiden kann. Aber ich sag mal so, manche davon finde ich nicht schön. Die finde ich etwas... Die finde ich langweilig, weil sie zu oft da sind. Ja, danke schön. Letzte Runde. Wie jetzt... Nehme ich mal als Beispiel. Was sehe ich denn ständig? Golf 7 vielleicht. 6, 7 so. 5er sehe ich nicht mehr ganz so oft. Das wundert mich eigentlich. Aber wahrscheinlich gehen die ganzen Dinger einfach kaputt oder so. Oder hier wegen Abwrackprämie. Oder boah, ich schicke meinen alten Golf weg und dann kriege ich einen tollen neuen Golf. Und boah, keine Ahnung. Für mich gibt es keine Abwrackprämie. Mag sowas nicht. Ich gebe nur sehr ungern mein Auto weg. Hallo? Dankeschön, Automatikgetriebe. Ja, ich spiele das Spiel hier mit Automatikgetriebe, weil, das Schalten hier ist ein bisschen kniffig. Ja. Ein bisschen unpräzise, sagen wir mal so. Deswegen mache ich es lieber nicht. Bleiben wir mal lieber beim Automatikgetriebe. Dafür sind die restlichen Fahrhilfen alle ausgeschaltet. Ja, das Spiel hat Fahrhilfen. Da habe ich auch erstmal blöde geguckt, wo ich da zum ersten Mal gestartet habe. Unser Tacho leuchtet in der besten Farbe der Welt, wa? Also oben, der meine ich jetzt. Sieht so geil aus, wa? Mit diesem Lila. Ich finde das so geil. Boah, rutscht doch nicht so nach links.
diese typische 90er Jahre Need for Speed Mucke, die finde ich sowieso toll. Ich finde so eine Musik total klasse. Ich bin eigentlich eher so ein Rocker, war, aber die Musik finde ich echt so klasse. Alter, guck mal auf den Schaden, er hat so gut wie gar nichts abgekriegt. Und Musik geendet. Ah, BMW, mach doch nicht so eine Scheiße. Guck mal, der Letzte geworden. Ah, okay, einer ist, ja, okay. Der Sound von dem Ding klingt voll gut. So, müssen wir jetzt nochmal Dings zahlen? Das wäre etwas scheiße. Ich bezahle mal eben hier. Nein, du bist jetzt nicht dunkel, dummes Handy. Oh, ich habe eine YouTube-Nachricht bekommen. Von wem denn? Ich guck mal eben ganz kurz drauf. Vom Razer. Ach, Razer's Tea. Okay, machen wir mal weiter. Wahrscheinlich, weil ich was unter seinem Assassin's Creed, Alter. Er ist auch Arzi als Abkürzung, Mann. Ich meine, Assetto Corsa. Assetto Corsa ist echt geil. Schon wieder Tag. Aber wir fahren das jetzt falsch herum, sehe ich gerade. Na, Kacke. Fehlstart. Junge, diese Benz. Haut ab von mir. Boah, Alter. Ui. Voll am Durchdrehen hier, ey. Ui. Bedrohlich pups der Mercedes hinter mir rum. Entschuldigung. Was ist das bescheuert? Oh, wie die Kirschblüten hier mir immer vor die Fresse klatschen. Sieht auch immer total klasse aus. Ich mag das Spiel. Das ist mir so sympathisch. Und jetzt vibriert die ganze Karre rum, weil ich im Gelände rumgehocke. Und gleich geht er wieder kaputt davon. Ach, ist das Spiel sympathisch. Wo bin ich jetzt eigentlich nochmal? Ach so, roter Adolf. Oder? Ja, roter Adolf. Huch. Mikro macht kein komisches Geräusch hier. Und BMW, bitte spring nicht wieder. Ich möchte noch mehr Kosten zahlen. Oh nein, ich glaube, wir springen jetzt wieder. Ja, doch nicht. Man ist aber ordentlich fix hier unterwegs. Ich glaube, jetzt springen wir aber. Au. Ich hasse das. Ja, wir fahren die Strecke gerade echt falsch herum. Cool. Es gibt auch noch einen 3DFX-Emulator hier für die Need for Speed 4. Den kann ich mal nächste Folge ausprobieren. Ob er funktionieren wird, weiß ich nicht. Da war eine Taube. Wie gesagt, da war eine Kirche. Alter, hier sind überall Geräusche. Ne, wie gesagt, den kann ich gerne mal versuchen. Damals, die PC... Dankeschöns. Dankeschöns. Dankeschön, wollte ich sagen. Als die PCs nicht so mega stark waren, ach, boah, was laber ich denn für eine Scheiße hier, ey. Damals gab es 3DFX-Karten, das war 9 Plus Ultra im Gaming-Bereich, sagen wir mal so. So. Und, ja, die Spieler hatten damals extra einen Modus dafür gehabt, für diese Karten. Und, den kann man hier, glaube ich, emulieren. Und, dann hat man wirklich eine super schöne, wirklich eine super geile Grafik. Ich weiß aber halt nicht, ob es geht, ob man da wirklich eine Grafikkarte davon braucht, weil die werde ich garantiert niemals haben, weil die macht keinen Sinn, so eine Grafikkarte in einen neuen Windows 7 Rechner reinzubauen. Aber wenn es so emuliert wird, dann kann ich es natürlich umstellen, wa? Weil das sieht wirklich klasse dann so aus. Im Moment läuft der gerade im DirectX Modus, und zwar im 9er Modus. Ich meine, da gab es aber einen Bug, dass man mit der... Aua. Ja, an mir humpelt auf einmal ein Hund vorbei. Ich glaube, der hat noch halb gepennt. Ich meine jetzt natürlich nicht im Spiel, ich meine hier in echt. Nee, aber ich kann es wie... Ich glaube, da gab es das Problem, aber wegen der geringen Grafik-Auflösung. Im Moment kann man das Spiel... in normalem HD spielen, also 1280 x 720p, jetzt bin ich mir gerade unsicher. Ja, jetzt
Quatsch, ein Mist. Also in 720p Auflösung, wollte ich sagen. So, Mann. Ich quatsch gerade echt Unsinn. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Muss ich mal... Ich könnte es nach dem Rennen mal gucken eigentlich. Dann save ich das... Nee, das Spiel hat der Autosave. Gut, dann können wir das eigentlich direkt nach dem Rennen gucken, weil ich fürchte, nach dem Rennen ist schon die Folge zu Ende. Ja, wenn ich auf dem Timer glotze, ist es leider wirklich so. Mann, geht das lange. Leute, ich glaube, das Spiel wird noch ordentlich Folgen haben. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Dann habe ich immer was für euch zum Zeigen. BMW, schalt mal bitte. Ich glaube, weil wir jetzt das Automatik... Boah, das wäre ja richtig abgefahren. Weil wir jetzt das Automatikgetriebe fahren von dem BMW Z3, haben wir wirklich das Vierganggetriebe jetzt nur... Wow, der Zeppelin geht runter. Der Zeppelin, der heißt nur Luftballon. Das wäre echt geil, wenn das Spiel das jetzt simuliert, wa? Alter, das kriegen wir... Das macht kein Spiel heute. Gar kein... Obwohl, ja, boah... BeamNG Drive macht das, ja, Assetto Corsa bestimmt auch. Aber immer noch, Leute, das Spiel ist von 99 und macht sowas. Das ist voll geil. Ich habe gerade einen schwarzen Schatten um mich huschen sehen. Ich glaube, die Leonie ist schon wieder hier am Rumwuschen. Wo ist sie denn schon wieder? Leonie! Mal kurz suchen, wo die ist. Ah, letzte Runde, perfekt. Nein, wir fahren nicht wieder durch die Ruine. Die kann mich jetzt echt mal... Boah, das Fahrwerk hat wieder voll einen reingekriegt. Mit der Lenkung ist alles super, mit dem Motor ist okay. Also eigentlich auch vollkommen super und die Karosserie hat auch so gut wie nichts abgekriegt. Nur halt das Fahrwerk hat ein kleines bisschen was reingekriegt. Aber das ist 10%, 13% sind noch vollkommen in Ordnung. Also ich spüre jetzt nichts Negatives im Fahrverhalten hier. Ich liebe Verschleiß, ich finde das so cool in Rennspielen. Ich weiß nicht warum, ich finde das klasse. Boah, da hat aber jemand eine komische Bremslinie gehabt. Tatsache, ich glaube, wir haben echt das Viergang-Automatikgetriebe jetzt. Das ist ja echt geil. Hey, da ist wieder der Heißluftballon. Ballon. Und der kackt wieder ab. Cool. Uah, nicht so nah an die Wand. Die Gegner hängen jetzt mittlerweile, aua, 21 Sekunden hinter uns. Meine Fresse, die armen Typen. Das arme Fahrwerk, ey, da tut mir gerade ehrlich gesagt mehr leid als die Gegner. Alter, wir heizen hier mit 160 durch das kleine Dorf. Oh, oh, vielleicht, boah, das war jetzt knapp. Mit 160, ey. Hui, das geht hier richtig ab, wa? Ich glaube, ich nenne mich bald King of the Force Speed. So. Ab ins Ziel. Boah, dieser witzige Mini-Flügel, der ist so toll. Ich mag den. So. Ach, jetzt machen wir mit Z3 mal ein bisschen besser. Da hieß einer R8. Ich krieg zu viel. So, reparieren wir die Kiste. Und leider würde ich schon sagen... Das war's auch für die Folge schon. Wir reparieren mal eben. Oh, die Bremsen haben gerade voll weit reingekriegt. Das wundert mich. Der Fahrer guckt da immer noch hin. Der hat irgendwie was von. Nein. Der hat irgendwie was von. Wie heißt die Band nochmal? Daft Punk. Oder Daft Punk. So sieht der irgendwie aus gerade, wa? Und die Musik ist total toll. So, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Wenn wir jetzt die letzten zwei Rennen noch machen, darunter ist der Kinjak Park neu, das wird ziemlich geil, wa? Und ich freue mich schon, wenn wir auf die alten Need for Speed 3 Strecken hier treffen. Die sind ja auch noch in dem Spiel hier mit drin, ne? Ich versuche das jetzt gleich mal auf 3DFX da umzubasteln, emulieren, Gedingse. Ich hoffe, das Spiel schießt mir davon nicht ab. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei, wenn wir hier, an Z3 aufmotzen und die Meisterschaften gewinnen und also ein Kack. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao mit Wow.